Servus, ich bin's, der Chris, und willkommen in Chris Woodshop. Heute zeige ich euch mal, wie ich diese Kassette für meine Stemmeisen gemacht habe, damit ich die ordentlich und sicher aufbewahren kann und dass die Schneiden lang geschützt sind. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht ist es ja für den einen oder den anderen eine Anregung, selber so eine einfache, schlichte, praktische Schachtel zum Aufbewahren für Stemmeisen zu machen. Wir sehen uns! Ich habe mir mal am Computer mit Google SketchUp ein paar Gedanken gemacht, wie das werden soll. Und habe mir jetzt hier grob mal ein Kästchen skizziert, wo 5 Stück auf der einen Seite und 5 Stück auf der anderen Seite sind. Hab mal hier mal einen größeren und kommt dann hier über die Schneide, kommt nochmal eine Holzleiste, dass ich die nach oben rausheben kann und weg. Weiter geht's. Dann wollen wir mal an die Innenanteilung gehen. Da brauchen wir jetzt mal ein bisschen Restholz. Gut, dann schneiden wir uns mal
Dann machen wir das so. Jetzt markieren wir uns hier die Mitte. Rein. So, oder? Dann haben wir den Kombiwinkel. Dann nennen wir uns die Linie nach unten. Schutzbrille brauche ich jetzt nicht mehr. Die habe ich jetzt gebohrt. Dann gehe ich jetzt gerade mal her und schleife da nochmal drüber. Und dann klebe ich die Magnete am besten mit 5 Minuten Epoxy oder Sekunde Kleber. Wo ist das Lager? Dröhnt so richtig schön in die Nase, der Sekundenkleber. Ein richtig geiler CA-Kleber ist das. Ja. Heftig, heftig, heftig. Hui! Und dann schon ein paar Macken. Ah, ja gut, das wird ja hier ins Holz eingelassen. Damit werden die ersten fertig. Schauen wir nochmal bei denen. Flup, flup. Scharnier, ich habe jetzt noch 20 mm verwässigtes
Da die jetzt doch schwerer sind als gedacht, nenne ich dann wohl doch das Klavierband. Oberfeuerer? Oder Schnitze? Jetzt haben wir hier noch ein kleines bisschen. Rüber. Den so neu. Das schaut jetzt besser aus. Jetzt ist es Kamera da. Dahin, 18 fehlt jetzt noch. Das Ganze ist noch schön streichen. Und wenn ich da jetzt French Click Handel dran mache, kann ich das hier wie gewollt an meine French Click Wand machen und kann es dann aufmachen. Aber ich glaube, das wird zu schwer fürs French Click. Das muss ich hier auf beiden Seiten halt machen. Nee, das ist einfach nicht mehr. Im Koffer. Für die Stimmeiser. Muss jetzt noch geschliffen werden und lackiert. Ich glaube, das werde ich in einem Farbton machen. Aber so weit, so gut. Das war's. Der Koffer ist fertig, jetzt viel fehlt noch. Doch schon ein ganz schöner Apparillo geworden. Ich kann jetzt die Windstelle zum Arbeiten. Die Innenseite soll Natur bleiben. Dann muss ich das alles abkleben. Gut. Dann machen wir mal die Kiste grün.
das ist so ein geiler Farbton, das gelb-grün. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video dann so rauskommt, wie das hier in echt. Ich finde die Farbe hammergeil. So, also muss ich das so einteilen, da rein und dann da rein, das Käsestück. So, und dann brauche ich da mein Leder. Das soll jetzt dann zusammendrücken. Zusammendrücken. Das war für den Hintern. Kannst du doch total vergessen. Auch das funktioniert nicht. Wahrscheinlich taucht dann der Rest von dem Werkzeug hier in dem Set da wahrscheinlich auch nichts. Gute Frage, wie mache ich jetzt weiter? Dann schraube ich da jetzt eine Torx-Schraube rein. Die, wo ich da durchs Leder dann durchfriemel, da brauche ich ein Loch. Guck, ob die Lochzange wenigstens funktioniert. Eine Größe. So. Bohrer. Und ein als Gegenstück und hoffe, dass das hält. Also ein bisschen Spiel geht auf. Zu. So, geschafft. Meine Stemmeisenkiste ist fertig. Meine Stemmeisen sind jetzt schön ordentlich sauber aufgeräumt. Fallen irgendwo in der Werkstatt rum. Die Schneiden sind geschützt. Das kann ich jederzeit benutzen. Durch die Magnete bleiben die Stemmeisen an Ort und Stelle, können nicht durcheinander fallen und dadurch sollte die Schneide auch lang und ausreichend scharf bleiben.
Mein Verschluss habe ich jetzt auch hingekriegt, nachdem das mir ja zigmal das ja, gebrauchte Scharnierchen Verschluss da kaputt gegangen ist. Jetzt habe ich es halt aus Leder gemacht. Mal gucken, wie lange das hält. So, also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Kommentare auch gern gesehen. Und wer mich zum ersten Mal heute sieht, ich würde mich auch gern über ein Abo freuen. Die Stemmeisen habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Kann ich euch nur empfehlen, die Stanley Fat Max. Aus der Schachtel raus, völlig scharf. Und saumäßig robust. Ja, also, dann bis zum nächsten Video. Euer Chris.